Abgelehnt und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, Große Anfrage 23, gestellt von der Fraktion der Piraten. Sie trägt die Drucksachennummer 13.803 und den Titel Überwachung und Datenzugriff im Bereich der Telekommunikation, Fortsetzung. Werden Funkzellenabfragen, stille SMS und IMSI-Catcher zum Standard bei Ermittlungen nordrhein-westfälischer Sicherheitsbehörden? Es liegt die Antwort der Landesregierung vor mit der Drucksachennummer 14.528. Ich eröffne die Aussprache und Herr Kollege Herrmann hat für die Piraten das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Stream, die Große Anfrage der Piraten zum Einsatz von Funkzellenabfragen, IMSI-Catchern, sogenannten stillen SMS und anderen Maßnahmen aus dem digitalen Überwachungsinstrumentarium umfasst ein Themengebiet, dem wir Piraten uns hier immer wieder gewidmet haben, dem Schutz der Grund- und Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. Wir haben mit zwei großen Anfragen in dieser Legislaturperiode versucht, etwas Licht in das dunkle Verlies der digitalen Überwachungs- und Kontrollabteilungen der Sicherheitsbehörden zu bringen. Die Ergebnisse sind erschreckend in mehrerlei Hinsicht. Zum einen ist es die Menge der Abfragen, 7.249 nicht individualisierte Funkzellenabfragen klingt nicht viel, aber es sind doppelt so viel wie bei unserer ersten Anfrage vor 3 Jahren. Und wie viele Menschen betroffen sind, wird leider nicht erfasst. Aber wenn man Zahlen aus Schleswig-Holstein zugrunde legt, einem ländlich geprägten Bundesland, wo die Piraten ähnliche Anfragen gestellt haben, da betrifft eine einzelne Funkzellenabfrage im Schnitt 15.000 Menschen. Mit dieser sehr konservativen Zahl, rechnet man dies für NRW um, hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen 108 Millionen Menschen im Land erfasst, also jeden Bürger in NRW 6-mal im Jahr. Es kann auch ein Mehrfaches davon sein, was ich vermute. Die Landesregierung erfasst dazu leider keine Informationen. Das ist ihr wohl egal. Kein grundrechtsfreundliches Verhalten, wie ich finde. Mit dem digitalen Datenstaubsauger, dem IMSI-Catcher, werden völlig wahllos und ohne jede Art von technischen Schutzeinrichtungen Personen überwacht. Die Kommunikation von Rechtsanwälten, Ärzten, Priestern, ja sogar Abgeordneten wird überwacht. Friedliche Versammlungen werden überwacht. Die Antwort der Landesregierung führt nichts zu technischen oder organisatorischen Maßnahmen aus, um diese Personenkreise beim Einsatz von IMSI-Catchern zu schützen. Es gibt also keine Maßnahmen. Das Fernmeldegeheimnis ist in NRW also nichts mehr wert. Die Landesregierung erweckt nicht einmal mehr den Anschein, als gehe man hier sorgfältig mit dieser Digitalwaffe um. Wenn nun also jeder Bürger in Nordrhein-Westfalen mindestens 6-mal im Jahr betroffen ist, ist das dann noch verhältnismäßig? Die Ultima Ratio. Eine Maßnahme, die nur als Ultima Ratio angewendet werden darf, wenn andere Ermittlungsmethoden keinen Erfolg mehr versprechen, so steht es eigentlich im Gesetz zur Anwendung der Funkzellenabfrage, vorkommt hier offensichtlich zur polizeilichen Standardsmaßnahme. Gleichzeitig verletzt die Landesregierung hier wiederholt und bewusst das Recht der Betroffenen, über Eingriffe in ihre Grundrechte informiert zu werden. Sie tut es einfach nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat kann durch keine Bombe der Welt erschüttert werden, kein Terroranschlag vermag es, unsere Werte zu zerstören. So heißt es immer wieder. Dabei zerstören wir gerade die Fundamente unserer Demokratie, weil wir immer weiter mehr Instrumente zur Überwachung einsetzen, um zu versuchen, nicht vorhersehbare Ereignisse zu verhindern. Erschreckend dabei, Fakten zur Evaluierung, zur Wirksamkeit dieser Instrumente, die werden nicht erfasst, wie leider beide große Anfragen zeigen. Worauf es ankommt, ist Haltung in der Politik. Stärke, den reflexhaften Rufen nach weitergehenden Maßnahmen und noch größeren Einschränkungen unserer Grundrechte zu widerstehen. Unser demokratischer und freiheitlicher Rechtsstaat muss aktiv verteidigt und geschützt werden. Die gefährliche Spirale der Anti-Grundrechts-Gesetzespakete seit 2001, die muss gestoppt werden. Die Freiheit schützt man nicht, indem man sie aufgibt. Man schützt die Freiheit auch nicht, indem man sie einschnürt. Und die Schlinge der Überwachungsmaßnahmen zieht sich leider immer weiter zu.
Meine Damen und Herren, an alle, die in der nächsten Legislaturperiode im Landtag vertreten sind, ich fordere Sie auf, nicht länger dem Narrativ der CDU, Sicherheit versus Freiheit, zu folgen. Die Sicherheit dient der Freiheit. Und es ist die Aufgabe eines jeden den Bürgerrechten verpflichteten Rechtsstaates, diese, die Freiheit, zu schützen und zu sichern. Das bedeutet auch, nicht alles zu tun, was technisch machbar ist, sondern sich auch bewusst Grenzen zu setzen, um Freiräume zu schützen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Körfges. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kolleginnen und Kollegen der Piraten haben sich in dieser Wahlperiode sehr intensiv dem Anliegen, die informationelle Selbstbestimmung zum Inhalt hatte, gewidmet. Und ich erkenne das durchaus an, dass Sie da ein ernstes Anliegen haben. Wir haben da schon im Ausschuss und auch im Plenum mehrfach drüber debattiert. Nur will ich an der Stelle noch mal für uns deutlich machen, dass das Bild, das Sie von der Praxis in Nordrhein-Westfalen haben, nicht mit dem Bild übereinstimmt, das andere in diesem Haus dann haben, weil Sie vergessen bei Ihrer Aufzählung zwei Dinge aus meiner Sicht. Zum Ersten vergessen Sie, dass es sich nicht um wahllose und unbestimmte Maßnahmen handelt. Ich habe mich jetzt kürzlich mit dem Urteil zum § 100 Strafprozessordnung des Bundesverfassungsgerichts auseinandergesetzt. Und ich finde, da sind die Leitsätze sehr instruktiv und zeigen sehr schön, dass es erstens eines tatsächlich wichtigen Anlasses bedarf, dass wir einen Richtervorbehalt überall da haben, wo wir das machen wollen und bei Gefahr im Verzug Staatsanwaltschaften anordnen können, das aber innerhalb einer kurzen Frist der Überprüfung unterliegt. Insoweit ist das nicht wahllos, sondern unterliegt einer engen rechtsstaatlichen Kontrolle. Dass es in dem Bereich womöglich zu einem Abwägungsprozess kommt, ist vollkommen klar. Deshalb beschränken wir uns ja bei den Dingen, insbesondere, und da bin ich sehr stolz drauf, dass der Koalitionspartner und wir das intensiv gemacht haben, im Bereich unseres Polizeigesetzes, auch auf schwere Kriminalität, liebe Kolleginnen und Kollegen, insoweit rechtsstaatliche Kontrolle. Der zweite Bereich, den ich allerdings auch wichtig finde, ist, dass das auch vom Grunde her nicht passiert, um zu überwachen. Einer der Fälle, die mich überzeugt haben, war der Fall der Verhinderung möglicher Suizide, des Auffindens von Personen, die sich in hilfloser Lage befinden und Ähnliches mehr. All das hat vor allen Dingen auch noch einen weiteren Hintergrund, und da würde eine Grenze überschritten. Wir reden ja nicht über Kommunikationsinhalte. Wir reden über Daten, über Kommunikationsdaten im Wesentlichen. Die sind auch schützenswert. Da sind wir ganz nahe bei Ihnen. Ich glaube, es war verdienstvoll und wichtig, dass Sie die Diskussion immer wieder angerissen haben. Aber bei Ihren Bedenken können wir uns nicht anschließen, wenn es darum geht, die Praxis in unserem Lande zu kritisieren. Insoweit bedanke ich mich für meine Fraktion für wertvolle Diskussionen, die wir mit Ihnen geführt haben, können im Ergebnis aber Ihren Bedenken nicht beitreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Rickfelder. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Digitale Kommunikations- und Informationssysteme und Netze werden inzwischen immer öfters Hilfsmittel bei Straftaten. Eine erfolgreiche Verbrechensbekämpfung setzt daher voraus, dass auch die Strafverfolgungsbehörden diese vorhandenen technischen Möglichkeiten nutzen können, um die Straftaten zu bekämpfen. Dazu gehören auch die in der Großen Anfrage der Piraten thematisierten Funkzellenabfragen, Ortungsimpulse und so weiter.
Bei diesen strafprozessualen Möglichkeiten werden, und darauf weist die Landesregierung zu Recht hin, keine Kommunikationsinhalte erfasst. Diese Maßnahmen werden zudem ausschließlich auf der Basis eines richterlichen Beschlusses oder bei Gefahr im Verzug aufgrund staatsanwaltschaftlicher Anordnung durchgeführt. Herr Körfges hat das gerade auch schon erklärt. Diese muss dann binnen 3 Tagen noch richterlich bestätigt werden. Dies alles macht deutlich, dass der Einsatz dieser strafprozessualen Maßnahmen strengen rechtsstaatlichen Anforderungen unterliegt. Die von der Landesregierung mitgeteilten Fallzahlen lassen auch aus Sicht der CDU-Fraktion außerdem den Schluss zu, dass die Polizeibehörden in NRW sehr verantwortungsvoll mit diesen Möglichkeiten umgehen. Eine darüber hinausgehende Interpretation der von den Piraten erfragten Fallzahlen dürfte kaum möglich sein. Weshalb sich der Landtag vor diesem Hintergrund überhaupt vertieft mit dieser Thematik befassen sollte, ist aus Sicht der CDU-Fraktion nicht erkennbar. Abschließend möchte ich noch gerne persönlich erklären, und das ist mir als ehemaligen Polizeibeamten doch sehr wichtig, dass bei Ihren politischen Aktivitäten immer wieder das Gefühl entsteht, Polizeibeamtinnen und Beamte unter einen Generalverdacht zu stellen. Das macht mich schon ein wenig betroffen. Ich weiß, dass die Polizisten in unserem Land rechtsstaatlich arbeiten, und es wäre schön, wenn Sie das endlich zur Kenntnis nehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies war, wenn auch eine kurze, aber meine letzte Rede heute hier. Ich möchte die Gelegenheit zum Anlass nehmen, mich für die Kollegialität und den Respekt, den ich hier erfahren habe, bedanken. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft und dem Land Nordrhein-Westfalen Gottes Segen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Rickfelder, für Ihre Rede, aber auch für Ihre Arbeit hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Parlament wünscht Ihnen sicherlich fraktionsübergreifend für die Zukunft alles, alles Gute. Vielen Dank. Für die Fraktion der Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Ja, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Rickfelder, auch von meiner Seite wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank für die Zusammenarbeit im Innenausschuss, der ja nicht ganz so einfach ist in der Zusammenarbeit wie beispielsweise der Kultur- und Medienausschuss, den wir im Tagesordnungspunkt davor hatten. Ich muss Ihnen aber trotzdem direkt widersprechen. Ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, dass die Piratenfraktion im Rahmen von 2 großen Anfragen auf das Thema stille SMS, funktionellen Abfragen, IMSI und WLAN-Catcher aufmerksam gemacht hat, weil es eben mit Grundrechtseingriffen durchaus verbunden ist. Das mögen gegenüber vielen anderen Maßnahmen, die bei den Sicherheitsbehörden auch möglich sind, für den individuell Betroffenen mildere Grundrechtseingriffe sein, das stimmt, aber es sind eben auch viele Personen betroffen. Insofern ist es durchaus richtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz muss man dann auch sich jeweils die Grenzen vor Augen führen, die das Zahlenwerk, was Sie jetzt zweimal abgefragt haben, hat. Man kann nicht sozusagen, wie Sie das manchmal suggerieren, Herr Kollege Herrmann, sagen, es gibt so und so viel Funkzellenabfragen oder so und so viel stille SMS. Das legen wir neben Ermittlungserfolge, und daraus haben wir dann eine einfache Gleichung. Ja, doch, das kommt manchmal vor in Ihren Debattenbeiträgen. Daraus haben wir dann eine einfache Gleichung, wie angemessen, wie verhältnismäßig, wie sinnvoll das eine oder andere Mittel ist. Das ist, glaube ich, doch eine etwas komplexere Frage. Nichtsdestotrotz haben Sie durchaus immer wieder Anlass geboten, darüber zu diskutieren. Ich glaube, man sollte diese Debatte auch fortführen auf einer übergeordneten Ebene, wo dann diese Fragen durchaus instruktiv sein können. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Lammler zulassen? Gerne. Auch vom Kollegen Herrmann, der auf dem Platz von Herrn Lammler sitzt. Ja, genau. Immer. Ich bitte.
Ich bin das. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie sich erinnern, dass wir uns im Innenausschuss mit einem eigenen Antrag zur Aufstellung einer Erhebungsmatrix, also zur Erfassung zusätzlicher Daten, bemüht haben, Grundlagen für die Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit von Funkzellenabfragen abzufragen. Sie haben das, glaube ich, mit abgelehnt, leider. Lieber Kollege Herrmann, selbstverständlich erinnere ich mich an alle Anträge der Piratenfraktion, die wir in dieser Legislaturperiode im Innenausschuss beraten haben, an einige lieber und an andere weniger gerne. Jetzt konkret zur Erhebungsmatrix. Sie haben sie ja schon nach dem ersten Durchgang dieser großen Anfrage gestellt, den Antrag, und er ist jetzt kürzlich noch mal aufgerufen worden. Auch da war es letzten Endes so, den Versuch, wenn auch auf einer etwas anderen Datengrundlage zugestanden, aber doch dann wieder über quantitative Erhebungen den Versuch zu machen, die Wirksamkeit dieser verschiedenen Instrumente, die hier in Rede stehen, jeweils zu beleuchten. Und das, glaube ich, geht tatsächlich nicht, weil Sie haben einfach eine Komplexität in so einem Verfahren, wo Sie nicht sagen können, dadurch, dass wir jetzt 100 Ortungsimpulse geschickt haben oder vielleicht nur 100 Ortungsimpulse geschickt haben, aber nicht 1000 Ortungsimpulse geschickt haben, ist das jetzt zum einen oder anderen Erfolg gekommen oder nicht gekommen. Also das ist einfach, glaube ich, schwierig, zumal man die Realität eben auch nicht wirklich unter Laborbedingungen dann untersuchen kann und auch nie die Alternativhypothese verfolgen kann. Von daher, auch bei anderer Erhebungsgrundlage muss ich da einfach sagen, ist das schwierig. Wenn wir uns jetzt die Zahlen im Einzelnen angucken, sieht man ja auch, dass die Volatilität zum Teil auch sehr, sehr groß ist in den einzelnen Bereichen. Also wir haben uns die Schwankungen gerade bei Funkzellenabfragen angeguckt, und da gibt es einfach eine gewisse Zunahme jetzt vom letzten auf dieses Jahr. Die kann man aber im Grunde genommen an einem Deliktsbereich, nämlich beim Bandendiebstahl, festmachen. Bei allen anderen sind die Entwicklungen einigermaßen ausgeglichen. Und da durchaus kann man nochmal nachfragen, bieten sich Nachfragen durchaus an. Es gibt deutlich weniger stille SMS. Das ist aber auch nicht unbedingt, das lässt sich möglicherweise schlicht durch Veränderungen bei anhängigen Verfahren erklären, gerade da die großen Schwankungen in den großen Zahlen. Das zeigt aber nichtsdestotrotz, dass dieses Mittel eben auch durchaus verantwortungsvoll eingesetzt wird bei der nordrhein-westfälischen Polizei, dass man sich eben fragt, bringt dieses Mittel jetzt was oder bringt es nichts? So. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, zurückzuschauen unter dem Aspekt des Datenschutzes. Ich glaube, die letzten 5 Jahre waren gut für den Schutz der informationellen Selbstbestimmung in unserem Land. Wir haben die LDI weiter gestärkt. Wir haben im Telekommunikationsbereich Freiheiten geschützt. Wir haben an verschiedenen Stellen Klarstellungen gerade in diesem Bereich herbeigeführt, was sich gezeigt hat, dass das auch durchaus notwendig war, sowohl was IMSI-Catcher angeht, was Bestandsdatenabfragen angeht und Ähnliches. Da haben wir die Prüfungsvoraussetzungen hochgesetzt und die Einsatzbedingungen konkretisiert. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen durchaus im Sinne der bürgerlichen Freiheitsrechte. Das zeigt aber auch, dass es wichtig ist, diese Debatte stets weiterzuführen. Die rot-grüne Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben, glaube ich, in den letzten Jahren gezeigt, dass es auch in sicherheitspolitisch sehr, sehr schwierigen Zeiten möglich ist, den hohen Grundrechtsschutz und die Verhältnismäßigkeit von Polizeiarbeit zu gewährleisten. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Wedel das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Piraten unterstellen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden in der Vorbemerkung der Großen Anfrage einen extensiven Gebrauch von Funkzellen, Abfragen und IMSI-Catchern. Dabei gilt es zunächst zu unterscheiden, ob es sich um polizeiliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach dem Polizeigesetz NRW oder Maßnahmen der Strafverfolgung nach der Strafprozessordnung handelt. Daneben stehen noch Maßnahmen nach dem Verfassungsschutzgesetz. Will man betrachten, wie sich die Fallzahlen insoweit entwickelt haben, muss man das auch nebeneinander stellen, um einen Gesamtüberblick zu erhalten. Erstens. Im Juli 2013 wurden in das Polizeigesetz NRW die Paragraphen 20a und 20b aufgenommen. Zu den Maßnahmen hat die Landesregierung dem Landtag jährlich zu berichten, und es sollte nach 3 Jahren eine Evaluierung erfolgen.
Obwohl die Berichte der Halbjahre 2013-14 und 2014-15 jeweils vor dem 15. März des nächsten Jahres vorlagen, konnte ich den Bericht zu 2015-16 bisher nicht finden, ebenso wenig wie die fällige Evaluierung. Die bisher bekannten Zahlen und Zwecke der Datenabfrage, weit überwiegend Vermissten- und Suizidfälle, geben bisher keinen Anlass, an der Rechtskonformität zu zweifeln. 4,1 Maßnahmen pro Tag bei 47 Kreispolizeibehörden erscheinen auch in der Summe noch im Rahmen. Zweitens, zum Bereich der Strafverfolgung. Die Gesamtzahl von 258 Einsätzen von IMSI-Catchern entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in § 100i Absatz 1 StPO ausschließlich zur Aufklärung von Straftaten von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung erscheint im Rahmen, auch wenn es hier Steigerungen gibt. Der Einsatz von sogenannten WLAN-Catchern ist verschwindend gering. Die Zahl von fast 179.000 verschickten stillen SMS im Jahr 2016 erscheint dagegen groß, im Vergleich zu den Vorjahren aber deutlich geringer. Die Krux dabei: aus der Anzahl der versandten Ortungsimpulse kann weder auf die Anzahl der von dieser Maßnahme betroffenen Mobilfunkanschlüsse noch auf die Zahl der tatsächlich aus der Versendung des Ortungsimpulses erzeugten Verkehrsdaten geschlossen werden, so das Innenministerium in der Vorauflage der Antwort. Mangels konkreter Angaben zur Verwendungspraxis bleibt die Antwort der Landesregierung allerdings inhaltsleer. Aus Sicht der FDP-Fraktion ist es schon angezeigt und kann man erwarten, dass Sie die Anzahl der Beschlüsse und Tatverdächtigen sowie Straftatbestände benennen können, nach denen eine Überwachung durch Versendung von Ortungsimpulsen erfolgt. Es muss doch auch in Ihrem Interesse sein, darzulegen, dass nur eine gewisse Zahl an Tatverdächtigen entsprechender Straftaten auf klarer Rechtsgrundlage betroffen ist von solchen Maßnahmen und nicht eine breite Masse. Nicht individualisierte Funkzellenabfragen gab es im Jahr 2016 7.249, also knapp 20 am Tag in NRW, eine Verdreifachung gegenüber 2011. Auffällig ist, dass insbesondere die Anträge wegen Bandendiebstahls massiv angewachsen sind, von 527 im Jahr 2011 auf 2203 im Jahr 2016 kurz sich vervierfacht haben. Ist die Mobilfunknummer oder die sonstige Kennung einer Zielperson noch nicht bekannt, können durch eine nicht individualisierte Funkzellenabfrage die Verkehrsdaten aller Mobilfunkteilnehmer erhoben werden, die sich in einem bestimmten Zeitraum in einer näher bezeichneten Mobilfunkzelle aufhalten oder aufgehalten haben. Erfasst werden dabei nur aktiv gewordene Endgeräte. Durch eine nicht individualisierte Funkzellenabfrage können schnell eine Vielzahl von Personen erfasst oder zufällig anwesende Personen in Rechtfertigungsbedarf kommen. Funkzellenabfragen unterliegen daher auch dem Richtervorbehalt. Drittens, die Zahlen für den Verfassungsschutz können Sie in Vorlagen an das PKG offen nachlesen. Überraschend ist, dass ein Einsatz von IMSI-Catcher und oder stillen SMS zur Überwachung von Gefährdern sehr gering ausfällt. Um hier die Angaben, die bei der Strafverfolgung zu stillen SMS und hier die Angaben, die bei der Strafverfolgung zu stillen SMS fehlen, erfolgen. Im Jahr 2015 waren 26 Personen von diesen Maßnahmen insgesamt betroffen. In 7 dieser Fälle wurden zudem Maßnahmen gemäß § 5 Absatz 2 Nummer 12 Verfassungsschutzgesetz NRW angeordnet. Im Rahmen von 3 Maßnahmen wurde der IMSI-Catcher eingesetzt und in 2 dieser 3 Maßnahmen erfolgt daneben der Versand von insgesamt 25 stillen SMS. Diese Darstellung sollte zum Vorbild genommen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wedel. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Herrmann, Ihre Sorge, dass die nordrhein-westfälische Polizei das Land flächendeckend mit Funkzellenabfragen, stillen SMS und sonstigen Maßnahmen überflutet, diese Sorge ist unbegründet, Herr Herrmann. Ich hoffe, ich werde diese Sorge mit den nächsten Worten Ihnen nehmen. Die ist schon deshalb unbegründet, weil die Frage, ob solche Mittel zum Einsatz kommen oder nicht, nicht alleine von der Polizei beantwortet wird. Wir haben das schon bei der Großen Anfrage 10 vor 3 Jahren ausdrücklich diskutiert. Das gilt alles heute noch, ich will es nur stichpunktartig wiederholen. Die von Ihnen genannten Maßnahmen werden nur auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses oder bei Gefahr im Verzug durchgeführt. Wenn sie wegen der Gefahr im Verzug durchgeführt werden, dann muss auch dafür eine Eilanordnung der Staatsanwaltschaft vorliegen. Diese Eilanordnung muss wiederum richterlich bestätigt werden, nämlich innerhalb von 3 Tagen.
Diese Anordnung ist im Übrigen, Herr Herrmann, grundsätzlich nur bei schweren Straftaten möglich. Und bei allen Maßnahmen gilt, Inhalte der Kommunikation werden nicht erfasst. Meine Damen und Herren, Fakt ist, das digitale Verbrechen ersetzt peu à peu analoge Begehungsformen. Darauf müssen sich unsere Ermittlungsbehörden einstellen können. Zur Bekämpfung schwerer Kriminalität sind die der Großen Anfrage genannten Maßnahmen unerlässlich, Herr Herrmann. Ein Beispiel ist für mich die Bekämpfung der Bandenkriminalität. Zur Identifizierung und Überführung von Banden, die durch NRW und Deutschland reisen, um beispielsweise Einbrüche oder Diebstähle zu begehen, sind Funkzellenabfragen unerlässlich. Fast 40% der Funkzellenabfragen wurden wegen Bandenkriminalität und schwerer Bandenkriminalität angeordnet. Doch wir müssen ständig mit der Zeit gehen. Die technische Entwicklung auf Seiten der Kriminellen schreitet voran und damit müssen unsere Sicherheitsbehörden Schritt halten können. Die meisten Straftäter haben von SMS-Diensten oder internetbasierten Diensten wie WhatsApp oder Skype umgeschwenkt. Das ist insofern ein Problem, als dass es sich bei diesen Plattformen um Daten handelt, die verschlüsselt sind. Polizei und Staatsanwaltschaften haben da bisher kaum Handhabung. Das muss der Gesetzgeber im Bund dringend regeln. Es kann nicht sein, dass in der Online-Welt andere Gesetze gelten als in der Offline-Welt. Es sollte zukünftig möglich sein, dass Sicherheitsbehörden den notwendigen Zugriff auf Kommunikation bekommen. Und das, Herr Herrmann, bevor sie verschlüsselt wird. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache und stelle fest, dass die Große Anfrage 23 der Piratenfraktion erledigt ist. Ich schließe Tagesordnungspunkt 12 und rufe auf Tagesordnungspunkt 13. Zweite Lesung.